ihn. Also wenn ich Ihnen jetzt erzähle. Bevor Sie da jetzt sofort mit antworten, bedenken Sie, dass Sie nicht mir gefallen müssen. Zu Wort. Ne? Dass Sie nicht mir gefallen, Sie kommen da schon zu Wort. Also. Die AfD kommt zu Wort. Carsten van Rissen redet mit Professor Dr. Jörg Meuthen. Vor den Wahlen in Baden-Württemberg gibt es eine Fernsehdebatte im SWR, bei der die AfD nicht dabei sein wird. Da wollen wir vom ZDF ganz klar sagen, da machen wir nicht mit, das ist nicht unsere Sache. Deshalb kommen Sie heute bei uns zu Wort. Schön. Wie genau lief das mit dem SWR? Der SWR. Also ich meine ja. Sie sind nicht eingeladen worden oder wieder ausgeladen worden. Also das ist schon ein Unterschied. Das ist ja. so nicht eingeladen werden, das kenne ich auch oft. Meine Frau wird zum Beispiel, muss ich sagen, sehr, sehr gerne eingeladen. Ja. Die ist auch sehr viel beliebter als ich. Also keine Ahnung warum, aber vermutlich, weil die anderen Sie einfach nicht so gut kennen wie ich. Mit welchen Parteien können Sie sich perspektivisch eine Zusammenarbeit vorstellen? Also können wir mal so ein bisschen abstrakt denken, wie so ein Linksbündnis Rot-Rot-Grün auf Bundesebene. Also wir verstehen. Also gibt es Politiker anderer Lager, die Sie persönlich schätzen? Ja. Putzen Sie eigentlich selber noch, also auch für unsere Frauen, muss ja auch mal sagen, putzen Sie eigentlich selber im Haushalt noch? Machen Sie da mit im Haushalt? So, also bei uns zu Hause ist es zum Beispiel so, dass ich gerne also zwischendurch auch die Spülmaschine einräume. Ich staubsauge also gerne. Ich nehme auch mal meinen Wannenwichtel in die Hand und mache es mir selber. Aber wie ist das bei Ihnen? Also wenn ich Ihnen jetzt erzähle. Bevor Sie da jetzt sofort mit antworten, bedenken Sie, dass Sie nicht mir kommen gefallen zu Wort. Müssen. Ne? Nicht mir gefallen, Sie kommen da schon zu Wort. Also, sondern Ihren Wählern. Wir meinen, dass. Gehört die Bahn Ihrer Meinung nach auf die Schiene? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Denn auf der Straße ergibt die Bahn relativ wenig Sinn. Wenig Sinn. Können wir ganz Moment kurz Moment still sein? Ja, ich bedanke mich, dass Sie heute mein Gast waren. Und damit gebe ich zurück nach Köln zu Oliver Fettig.